Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Secret of Mana, wo wir uns leider noch einen Boss stellen müssen. Das wird der letzte Boss hier in diesem blöden Wald sein. Wir müssen uns aber erstmal zu ihm vorkämpfen. Ich habe mich entschieden, dass wir es so versuchen werden. Ich muss aber noch Folgendes machen, bevor ich jetzt wirklich zu ihm gehe, sonst habe ich gar keine Chance. Ich muss erstmal mein Mana auffüllen, fällt mir gerade ein. Weil sonst macht das Ganze herzlich wenig Sinn. Währenddessen habe ich ihn mal beschäftigt. Na komm, holen wir nochmal von ihm da hinten Mana. Ah, toll. Komm, den nehmen wir noch mit hier. Die werden wir irgendwie noch bezwingen. Die letzten Feinde auf dem Weg zum Mana-Baum. Dieser verdammte Baum. Ich hoffe, er ist es wert. Alles, was wir bis hierhin geopfert haben. Besiegt den Drachen links im Wald. Ja, mal wieder ein Drache. Natürlich wollen wir speichern. Ich will das Ganze nicht nochmal wiederholen, aber ich denke mal, bis zum Drachen müssen wir jetzt auch wieder gegen ein paar Gegner kämpfen. Oh Gott. Ja, super. Wo muss ich denn lang? Ach, Luna ist schon tot. Okay, kann ich schon vergessen. Das hat sich schon erledigt, weil ich glaube, ich kann sie gar nicht mehr wiederbeleben, ne? Nee. Und ohne Luna können wir es vergessen, weil der Drache nur mit Schlammbombe zu besiegen ist. Gut, dann lasse ich mal ganz kurz meine Charaktere draufgehen, damit ich da wieder laden kann, wo ich gerade aufgehört hatte, also gespeichert hatte. Komm, bring mich um. Ja, ein tragisches Ende. Also dieser ganze Wald, der ist tragisch. Eine riesengroße Tragödie. Also muss man echt sagen, das ist verdammt heftig. Man hat auch ab und zu Momente, gerade in dieser Aufnahmesession, die jetzt wirklich schon sehr lange ist. Ich bin auch froh, wenn wir das Spiel dann durch haben, weil es kommt danach nur noch die Mana-Festung. Und die dürfte jetzt nicht mehr so lange gehen. Mann, ich treffe den auch einfach nicht. Das gibt's doch gar nicht. Komm doch. Ach, Kira ist tot, deswegen kommt sie nicht. Gut, Kira ist zwar tot, aber ich versuche es dennoch. Ich glaube, das wird aber nichts, weil sie ist schon angeschlagen und Kira hätte heilen können. Der hat aber weniger Energiepunkte als der Gegner vorher. Und unser Rocky ist jetzt ein bisschen stärker als vorher. Von daher hoffe ich einfach mal, dass wir jetzt kontinuierlich am Zug sind. Und ich den andauernd eine Schlammbombe auf den Kopf hauen kann. Dass wir ihn dann so schnell umhauen. Das ist meine Taktik, die Haut-drauf-Taktik. Ist eigentlich keine Taktik, sondern einfach nur Knöpfchen drücken und hoffen und beten. Bisher sieht es aber gut aus. Bisher. Aber warten wir es mal ab. Ich hatte eigentlich nicht die Hoffnung, dass wir das schaffen werden. Und dass ich dann heimlich die Aufnahme, so wie manche bisher in diesem Wald auch, einfach löschen muss und privat so noch ein bisschen leveln muss. Das habe ich nämlich auch schon zweimal gemacht in diesem Wald. Und ganz ehrlich, ich habe darauf keinen Bock mehr in diesem Wald. Ja. Oh Mann, oh Mann. Das war zwar nicht die feine Art, dieser Kampf, aber es war höchst effektiv und sind wir mal ehrlich, ganz fair ist dieser Wald auch nicht zu uns. So viele Bosse, wie wir hier besiegen mussten, das ist ja schon unglaublich. Man hat hier auch keine Möglichkeit, einen Händler zu haben, wenn die Katze wenigstens mal im Wald wäre. Dann wär's okay, dann würde ich sagen, kann ich mit leben, ich kann mir die Sachen neu kaufen, aber hier können wir nichts neu kaufen. Das ist das Problem und das nervt mich ein bisschen. So, ich speichere das mal wieder ab. Ihr kennt das ja bereits. Weil ohne geht's einfach nicht. Extreme Reich Level 54. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir den umgehauen bekommen. Komm, hau den Pilz weg. Du willst den Pilz erst weghauen. Komm schon.
Pilz ist weg, sehr gut. Was ist denn hier los? Es läuft ja mal einigermaßen was. Aber gut, wir haben noch einen Gegner vor uns. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Kommt. Wow, ohne getroffen zu werden. Das hat mich jetzt sehr überrascht. Hallo Freunde, den Spielstand speichern. Na klar, wer auch immer du bist. Mysteriöses Nichts. Extrem, wo sind wir hier? Sie schauen sich um. Schaut mal da! Der Mana-Baum! Oh, da ist der Mana-Baum. Unser Ziel, der Mana-Baum. Endlich haben wir ihn erreicht, aber er sieht nicht mehr ganz so fit aus. Endlich sind wir da. Jetzt können wir das Mana-Schwert reaktivieren. Warum hast du es so eilig? Der Baum ist wunderschön. Spürst du auch diese magische Aura, Luna? Ja, und wie? Können wir jetzt weiter? Typisch Luna wieder. Nicht streiten. Wir sind an einem heiligen Ort. Wir haben fast unser Ziel erreicht. Nach einer anstrengenden Reise. Jetzt reaktivieren wir das Mana-Schwert, dann zerstören wir die Festung. Das klingt nach einem Plan. Meine Stimme fängt schon an zu versagen. Ich habe, glaube ich, jetzt 10, 12 Folgen hintereinander Secret of Mana aufgenommen. Was ist jetzt? Ha, jetzt spürt ihr die Macht der Mana-Festung. Hey, sie zerstören den Mana-Baum. Hilfe! Die Schweine haben mit der Festung den Mana-Baum zerstört. Wir standen kurz davor, die Macht des Baumes zu erhalten. Extreme. Extreme. Aufwachen. Wo sind wir? Wo ist der Mana-Baum? Was? Nein, alles umsonst. Das war Tantalus. Und jetzt? Die Gesichter. Mana-Baum, Extreme, ich spreche zu dir. Ich, der Mana-Baum. Schon bald verschmelzen alle Monster dieser Welt zu einer riesigen Kreatur. Nur der Mana-Drache kann diese Kreatur vernichten und somit Mana retten. Aber der Mana-Drache ist ebenso gefährlich, weil seine Kraft zu groß ist. Wenn er diese Kreatur und diese Festung vernichtet, ist auch die Welt am Ende. Nur du kannst dieses Unheil abwenden. Indem du das Mana-Schwert benutzt. Nur du kannst das tun, weil du der Letzte des Mana-Stammes bist. Eigentlich hätte dein Vater, der Ritter Arion, hier stehen sollen. Arion, das war unser Vater. Doch Arion ist bei einem Kampf mit dem Imperator ums Leben gekommen. Der beste Freund von Viktor, wir erinnern uns. Das war vor ungefähr 15 Jahren in der Nähe des Quelldorfs. Hast du das alles verstanden, Extreme? Du meinst, dass Gespenst bei der Quelle war mein Vater? Ja, Extreme, dein Vater, Arion. Ich war seine Frau und bin deine Mutter. Okay, wir gehören zum Mana-Stamm. Die Frauen von uns werden zu Bäumen, die unsere Welt beschützen. Die Männer von uns tragen das Mana-Schwert, um gegen das Böse zu kämpfen. Du musst die Festung zerstören. Mana wird immer schwächer. Nun werde ich die Energie des Mana-Samens auf dein Schwert projizieren. Schwert erreicht Maximum. Das höre ich doch gerne. Extreme. Ich war wohl keine gute Mutter für dich. Mama?
Bist du es wirklich? Bitte. Irgendwie freaky. Mama? Sprich doch mit mir. Mami, bitte. Irgendwie einerseits traurig, aber auch ein bisschen albern. Extrem. Meine Mutter. Oh Mann. Vergiss diesen Baum, wir müssen weiter. Oh, wie ich solche Situationen hasse. Okay. Lass es uns zu Ende bringen. Ich darf meinen Vater und meine Mutter nicht enttäuschen. So gefällst du mir, alte Socke. Stimmt, wenn ich nicht schon mit Hagen verlobt wäre. Also wirklich, gehen wir jetzt endlich. Ja, auf in den Kampf. Sehr gut. Hier können wir jetzt leider nichts mehr machen. Oh, ich will den Baum natürlich nicht hauen. Wir haben das Schwert reaktiviert. Es hat 104 Schaden. Na gut, immerhin. Ist ja schon. Ups, ist ja schon mal was. Aber wir machen jetzt Folgendes: Wir gehen shoppen. Denn es ist absolut notwendig, weil. Ja, ihr habt ja selber gesehen, wie aufreibend diese Aktion hier beim Mana-Baum war. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Weil das war alles andere als schön, muss ich ja schon gestehen. Das war bisher das Schlimmste, was ich jetzt hier bei Secret of Mana gespielt habe im Let's Play. Es tut mir leid, dass ich da mehr oder weniger vielleicht nicht so ganz happy war, aber so sollte es eigentlich in einem Let's Play auch sein, dass man halt Emotionen zeigt, dass man auch mal genervt ist und nicht alles Friede, Feuer, Eierkuchen ist. Weil wenn man etwas 10-mal nicht schafft, dann ist man halt irgendwann abgenervt. So wie ich jetzt gerade abgenervt bin, dass ich schon wieder die Goldinsel nicht finde. Dabei hatte ich das doch prima im Kopf gehabt. Ne, hier sind wir aber im Polar. Das ist falsch. Die Insel müsste... Warte mal, hier ist der Vulkan. Westen? Dann müsste das hier im Westen sein. Nee, oder war es Südwesten? Dann ist es hier. Falsch. Ich und mein Orientierungssinn. Ich hatte das doch voll gut drauf. Hier ist es doch. Weil so ein bisschen habe ich mir die Koordinaten dann doch noch gemerkt. Ich meine, wenn man so oft hin und her fliegt, dann merkt man sich das auch irgendwann mal. Ohne großen Talent dafür zu haben. Ja, Berti, du bist jetzt hier unser Freund in der Not. Du musst mal alles erneuern. Die Klaue, die kein Mensch braucht. Das mächtige Mana-Schwert, die Axt, den Bogen, da wird die Luna sich sehr drüber freuen, den Bumerang und das Speer, was wir eh nie nutzen. Wie gesagt, manche Sachen braucht man in diesem Spiel, manche Sachen sind aber auch unnötig. Finde ich. 112, 106, 114, aber das behält die mal. Na gut, dann schauen wir mal, wie es bei den anderen aussieht. Sie hat das Speer. 101. 93, 99. Ich glaube, da ist nichts besser. Sehr gut, dann ist die Kira bestens ausgestattet. Bei der Luna könnte es knifflig werden, weil sie hat ja da, ne, 82. 77, 77, 68. Okay, nö. 82 sieht gut aus. Dann sind die alle top ausgerüstet. Jetzt kommen wir aber zum wichtigsten Faktor. Die Ressourcen auffüllen. Das haben wir auch bitter nötig. Nach diesem harten Kampf hier. Wie viel Gold haben wir denn jetzt? Alter. Jetzt könnten wir uns jede Rüstung kaufen, wie wir wollen. Aber jetzt haben wir schon das Beste vom Besten. Von daher ist das vollkommen unrelevant. Schade eigentlich. Aber die Mana-Festung wird keineswegs einfach werden. Das kann ich auch schon verraten. Das habe ich auch noch dunkel in Erinnerung und vor allem auch nervig in Erinnerung. Aber das Schlimmste
finde ich, was wir im Spiel hatten, haben wir jetzt hinter uns. Das war dieser ewig lange Tempel und der Mana-Wald. Das haben wir geschafft. Das war wirklich für mich das Schlimmste in diesem Spiel. Die Mana-Festung ist zwar auch nicht sehr einfach, aber angenehmer, finde ich. Aber ich kann mir nochmal genauer ein Bild davon machen, wenn wir dann auch da sind und ich dann vielleicht dann auch wieder ein, zweimal sterben werde. Aber gut, das Heftigste kommt ja sowieso noch, der Mana-Drache. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, der war nicht so einfach. Aber wie dem auch sei, wir sind jetzt erstmal am Ende einer Folge und ich werde jetzt doch erstmal leider die Aufnahmesession beenden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, außer jetzt gegen Ende hin war es ein bisschen nervend aufreibend und es wurde dann doch alles länger als erwartet. Ich habe jetzt, wie gesagt, 12, 13 Folgen am Stück aufgenommen. Ich dachte, ich spiele das Spiel jetzt in einem durch, aber es ist jetzt doch sehr spät geworden in der Nacht und ich werde dann morgen voller Tatendrang die letzten, denke ich mal, 2, 3 finalen Folgen machen. Hoffe ich doch, dass es dann 2, 3 werden und nicht noch 6, 7. Aber wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Seid vor allem auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir uns dem Finale des Spiels, ja, wenn wir dem Finale des Spiels entgegentreten werden und vor allem dann gegen Tantalos, dem Mana-Drachen und gegen jeglichen Bösen kämpfen. Aber das und mehr erfahren wir erst in der nächsten Folge von Secret of Mana und das schon übermorgen. Und ich würde sagen, bis dahin. Tschüss.